Wir haben gestern eine Rallye der Aktienmärkte gesehen. Der Nasdaq 100 fast 3% im Plus. Auch der S&P im Plus. Der Dow Jones hat es auch noch ins Plus geschafft. Der DAX im Plus. Aber an der Wall Street im Mindesten sind dennoch mehr Aktien gefallen als gestiegen. Wie geht das? Es sind mal wieder die Schwergewichte wie eine Amazon vor allem, die die Märkte nach oben gezogen haben. Und wir sehen immer mehr Parallelen zu den Ereignissen, zu den Entwicklungen, die wir im Jahr 2000 gesehen haben. Die Dotcom-Blase lässt grüßen und wir haben derzeit eine Situation, die immens an diese Dotcom-Blase erinnert, weil wir viele Parameter haben, die jetzt so angespannt sind wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr, seit dem März 2000 genauer gesagt. Das ist sozusagen unser Referenzpunkt, um die Märkte derzeit zu beurteilen. Die Fed hat gesagt, naja, wir schaffen doch keine Ungleichheit beim Wohlstand. Allein ein Jeff Bezos hat gestern viele Milliarden seines Vermögens wieder hinzugewinnen können. Naja, wenn das so weitergeht, dann können wir doch eigentlich gleich das Handeln an den Märkten einstellen und wir lassen die Fed die Kurse setzen. Würde doch vielleicht Sinn machen. Doch schauen wir uns die einzelnen Geschichten mal an. Wir haben jetzt die Situation, dass der S&P 500, der marktbreite Index eigentlich, um 0,75% gestiegen ist. Dennoch gab es in diesem Index mehr Aktien, die gefallen sind, als gestiegen sind. Das hatten wir zuletzt, als der S&P mindestens 0,75% gestiegen ist. Das hatten wir zuletzt und dennoch mehr Aktien fallen als steigen. Das hatten wir zuletzt im Jahr 2000 und 2008. Also hier historische Vorbilder vom Feinsten und wir haben insgesamt gestern bei den großen US-Tech-Aktien einen Hinzugewinn an Marktkapitalisierung von 291 Milliarden Dollar, 116 alleine für Amazon. Wir haben aber auch andere Aktien, die deutlich gestiegen sind. Amazon ja gestern raufgestuft von Goldman Sachs, das hat dann scheinbar den ganzen Tech-Sektor aus dem Nichts nach oben gezogen. Es gab ja jetzt keine Nachricht, die das irgendwie hätte begründen können. Tesla hat gestern 26 Milliarden Dollar hinzugewonnen, ist 9,5% gestiegen. Microsoft 4,3% gestiegen, knapp 67 Milliarden Dollar. Apple nur 2,1% gestiegen, 35 Milliarden Dollar. Alphabet 3,1% gestiegen, 32 Milliarden Dollar. Facebook und Netflix vergleichsweise dazu sehr, sehr bescheiden. Und Jeff Bezos, der Chef von Amazon, ist der große Profiteur. Und wenn Sie diese Gestalt mal anschauen, das ist nämlich Jeff Bezos früher als Jugendlicher, dann hätte man vielleicht nicht erwarten können, dass dieser Mann einer der reichsten Menschen der Welt werden dürfte. Aber man sieht, selbst solche komischen Figuren haben die Chance, dann irgendwann wirklich ihr Glück zu machen. Insgesamt haben wir gestern gesehen, dass der Nasdaq ja mehr als 2% gestiegen ist, auf ein 52-Wochen-Hoch, aber weniger als 53% der Aktien sind gestiegen in diesem Index. Das ist schon erstaunlich, da steigt ein Index eben sehr, sehr deutlich, eine dicke Rallye. Und dennoch steigen nur etwa die Hälfte der Aktien. Das gab es zuletzt im Februar 2007. Und gab es insgesamt nur 7 Mal in der Geschichte. 6 dieser Male, wo das vorgekommen ist, waren im Jahr 1999 und im Jahr 2000. Also wieder diese Referenz auf das Jahr 2000. Jetzt sagen viele, ja, der Fugmann redet immer die Rallye schlecht, der ist immer bärisch. Nein, ich bin nicht bärisch. Ich versuche einfach nur zu zeigen, was da abläuft, jenseits der Frage, was man tun sollte, ob man long gehen sollte, ob man short gehen sollte, ob man bei der Blase dabei sein soll, ja oder nein. Aber es war eben auch im Jahr 2000 so, dass jemand, der da ein bisschen kritischer berichtet hat, angefeindet wurde. Es ist eben so, dass die Blasenjünger dann immer sagen, diese Blase wird ewig dauern. Aber nein, sie wird nicht ewig dauern. Es ist die Frage, wann diese Blase platzt. Ich weise auf die Blasencharakter der Märkte hin, das ist alles und das sollte man vielleicht ein bisschen auseinanderhalten. Schauen wir uns noch Kommentare an von anderen. Jim Cramer von CNBC, ja nicht gerade als Short-Freund bekannt, sagte, was wir hier sehen bei Microsoft, Tesla und Amazon, das sei verrückt, das sei ungesund. Amazon hat ja das letzte Mal über 7,5% gestiegen im Jahr 2018, aber damals mit der nicht mal der Hälfte der Marktkapitalisierung ausgestattet. Also wir sehen, was für Dinge hier passieren. Wir sehen jetzt, dass der S&P 500, der Leitindex, positiv ist für das Jahr 2020. Warum auch nicht, obwohl 320 der 500 Aktien negativ sind noch in diesem Jahr.
Amazon alleine ist 73% gestiegen. Der Nasdaq 2,9% gestiegen, ich sagte es bereits, aber der Equal Weight Index S&P 500, also der gleichgewichtete Index S&P 500, wo also praktisch alle Aktien gleichgewichtet sind oder wären, der wäre ein halbes Prozent gefallen. So etwas gab es zuletzt im April 2001, also immer wieder 1999, 2000, 2001, das sind unsere Bezugspunkte. Wir sehen, dass nach wie vor weniger als 50% der Aktien im Nasdaq über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handelt und das, obwohl der Nasdaq auf Rekordhoch ist. Und jetzt gibt es ein altes Sprichwort, das hier zitiert wird, nämlich das Fehlen der Marktbreite ist immer ein Anzeichen für eine Top-Bildung oder es braucht immer diese Divergenzen bei der Marktbreite, nämlich dass wenige Aktien stark hinzugewinnen, die anderen aber nicht. Aber es ist sozusagen nicht ein sicheres Indiz dafür, also Es werden diese Tops immer von solchen Divergenzen angekündigt, aber solche Divergenzen sind nicht automatisch Tops. Das ist vielleicht eine sehr weise Ausdrucksweise, hier die Dinge auf den Punkt zu bringen. Insgesamt sehen wir, dass der Nasdaq jetzt 21% über seinem 100-Tages-Durchschnitt handelt. Das gab es zuletzt im März 2000. Sie ahnen es, also die Referenzen sind hier praktisch kaum mehr darzustellen, weil sie eine nach der anderen einem geradezu herauspurzeln. Wir sehen, dass auch die Euphorie im Fear and Greed Index, was den Nasdaq betrifft, ich hatte diese Grafik schon gestern gezeigt, so groß ist wie seit Mai 2000 nicht mehr. Und wir sehen einen Dave Portnoy, dieser Guru der Robin Hooders, der Klaköre der Rallye, der sagt, naja, seit ich herausgefunden habe, dass Aktien nur steigen können, drucke ich permanente Geld und ich sollte das jetzt zu meinem Hauptberuf machen. David Portnoy kommt ja eigentlich aus dem Sportwettenbereich, auch das ein bisschen typisch, da kommen Zocker an die Märkte, die eigentlich von den Märkten nicht viel Ahnung haben, sondern nur sagen, ja, Aktienmärkte steigen immer oder Aktien steigen immer, was ja nicht mal stimmt, wie wir jetzt gesehen haben. Obwohl eine Rallye stattfindet, steigen die meisten Aktien ja nicht, sondern nur die wenigen. So wie gestern dann IBM nachbörslich nach Zahlen und wir sehen hier, da hat man die Erwartungen deshalb übertroffen, weil das Cloud-Geschäft besser gelaufen ist, dass man sich über Red Hat eingekauft hat. Der Servicebereich war schwach, aber wir sehen hier, und das ist wichtig, eben wie die Gewinnerwartung, das ist die rote Grafik, hier deutlich nach unten genommen wurde. Und dann ist es eben nicht allzu schwer, diese Gewinnerwartung zu übertreffen. Wir haben heute vielleicht als Market Mover, die EU hat sich geeinigt auf diese Verteilung der 750 Milliarden Euro an Hilfsgeldern. Man hat sich auf einen Haushaltsrahmen verständigt und der Merkel ist sehr happy. Aber ein bisschen müde, das Ganze ging wieder sehr, sehr lange. Um 6 Uhr, glaube ich, war dann die Pressekonferenz von der Leyen. Also man hat das jetzt geschafft. Der DAX wird davon wohl profitieren, war über der 13.200er Marke der Euro mit leichten Gewinnmitnahmen. Wir sehen ja, dass Silber weiter steigt. Wir sehen, dass Gold gut läuft. Wir sehen, dass die US-Futures etwas nach oben gegangen sind. Vor allem der Nasdaq-Future einmal mehr. Also es sind diese extremen Entwicklungen, die wir derzeit sehen. Wir haben praktisch eine fehlende Marktbreite, was die Aktienmärkte an der Wall Street betrifft. Der DAX wird derzeit gekauft, weil er schlichtweg immer noch günstiger ist, als eben das, was in den USA zu kaufen wäre. Schauen wir mal, wie die ganze Geschichte weitergeht. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in den Tag und sage Servus und Ciao.